Ah, da kommt doch die Kundschaft. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel der Steam-Spiele-Vorschau. Wir sind an der Shooting Range. Da wir das ja bei Philipp Versus dieses Jahr einmal selber probiert haben, tun wir uns mal schauen, ob wir einen Simulator dazu spielen können. Shooting Range Simulator. Neues Spiel laden. Neues Spiel erstellen. Wir, also soweit ich das verstanden habe, müssen wir eine Shooting Range bauen und leiten. Überprüfen Sie die Kunden. Ich denke, wir können erstmal öffnen. Weil wir haben hier unseren ersten Schießstand. Mal gucken, ob wir treffen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir haben einen ersten Kunden, steht da. Hallo Kunde. Überprüfen. Zuerst müssen Sie die ID nochmal überprüfen. Die Länge muss 11 Zeichen tragen. Das sollte weder kurz noch lang sein. Was ist mit dem Profilfoto? Okay. 11 Nummern. Wo steht die? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sieht gleich aus. Rein mit dir. Achso, die möchte eine Glock 17. Und 10 Bullets. Wie viel sind da drin? Achso, wie viel kostet das? $335! Das ist eine absolute Abzocke. Ey, wir haben zum zweiten $100 bezahlt. So, mein guter Herr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hat ein Board. Sieht gut aus. Lass mich raten. Eine Glock und 30 Bullets. 1, 2, 3. Und eine Glock. Bitteschön. Bestätigen. Wieso kostet das jetzt auch 355? So. Guten Tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, es geht schön. Ja, da muss man ganz kurz warten. Wir schauen mal kurz nach, was hier die Kollegen auf dem Schießstand machen. Ach schon, guck mal, ich könnte ja... Wir können noch zwei Schießstände schnell dazu bauen. Aber mir gehen die Bullets aus. Ich habe auch keine Waffen mehr. Das ist ja doof. Sortiment kaufen. Das war jetzt dämlich von mir. Kaufe ich mir neue Schießstände, ich habe gar keine Waffen mehr. Gut. Dann du auch $355, irgendwie zahlen die alle gleich viel. Oh. 335, hat der andere letzte von uns 355 bezahlt? Weiß ich gar nicht mehr. So, dann überprüfen wir schon mal den nächsten Kunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sieht immer ein bisschen jung aus, die gute Dame. Darf die schon? Ach guck mal, hier kann ich neue Waffen kaufen. Ja, passt schön. 10 Bullets. Neue Waffenlieferung, komm.
Hier sind neue Waffen drin. So, passt. Gib her das Geld. 335. Good luck, have fun. So. Ach hier, Tablet. Geschäft. Ich brauche Munition. Hinzufügen. Was gibt's noch? Shooting Target. Und eine Seating Area. Habe ich so viel Geld? Wo ist mein Geld? Nee, habe ich nicht. Weil schießen die überhaupt irgendwo? Ach doch. Und ist was. New Cargo Delivered. Das ging aber schnell. Was ist da drin? Ach ja, guck. Wenn sie schießt, dann kauft sie an den Platz. Hier ist bestimmt meine. Geil. Hab's verstanden. So, überprüfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, bisher musste ich jeden genehmigen, ne? Da war noch keiner dabei, der irgendwie Scheiße gebaut hat. Na guck, der muss doch mehr zahlen. Bis vor uns nicht ganz richtig gesehen. Muss mal kurz die Waffen wiederholen. Ey, das wäre. Das ist aber wieder so ein geiles Spiel, würde eigentlich. Ich würde bei sämtlichen Simulationsspielen Multiplayer machen. Durchweg, ganz ehrlich. 1, 2, 3. Nee, komm hier. Tschüss. Weg. Klicken Sie auf Ende, um den Tag zu beenden. Halt, ich wollte noch einen Kunde machen. Next day. Was eigentlich hier mit dem Müll? Gehen Sie, du schießt schon, kauf Sie an den Platz. Öffnen Ihr Tablet und wählen Sie Ihre richtige Waffe und eine verfügbare Waffe aus. Ich kann nur die kaufen. Lizenz kaufen. Habe ich schon offen? Oh, ich muss jeden Tag neu öffnen. Ich kann doch keine Lizenz kaufen. Weil geht nicht. Ich brauche jetzt Popularität 2. Ah, da kommt noch die Kundschaft. So, ich hoffe, du hast hier 11 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du hast ein Board, das passt. So, 30 Bullets. 1, 2, 3. Und eine Waffe. Denke ich. Wäre doch eine Waffe, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch mal 3 Waffen gehabt. Das passt. Gib her das Geld. 3, 5, 5. Und tschüss. So, guten Morgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hat ein Board. Das passt. Zack. Zack. Und eine Glock, bitteschön. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und danke für Your Money.
Money, money, money. Must be funny. Bist schon in der nächsten Sekunde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, passt. 10 Bullets. Gib her Geld. 3, 3, 5. Und tschüss. New Weapons Unlocked. Jetzt können wir nämlich hier. Bei Lizenz. Brauchst reicht noch nicht für die Waffe. Dafür brauche ich erst Kundschaft. Können wir schneller schießen? Darf bestimmt wieder nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee, du darfst. Ich habe keine Python. Soll ich die zerkriegen? Sorry. Tut mir leid, ich muss dich darüber zurückschicken. Ihr könntet mir vorher sagen, was ihr wollt. Du bist eine Glock. Eine Glock bin ich dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Den Bullets. Von euch in einer fertig, könnt ihr mal schneller schießen. Ich hab Kundschaft. Dankeschön. Wird direkt weitergegeben. 3, 3, 5 und go. Ja, reicht aber nicht für 700. Eins, zwei, ja, passt schon. Ich hab keine Python. Tschüss. Kann ich auch nichts dafür, wenn ich keine Python hab. Ich hab nur Glocks im Angebot. Ich hab zu viel Geld für ausgegeben. Ja, der neue Kunde bringt mir auch nichts. Der neue Kunde bringt mir nur was, wenn du eine. Moment, das sah nicht gleich aus, aber kann eh wieder gehen. War ja keine Python. Wie lange schießen die anderen? Und die hat wieder zu kurz das Ding und dann ist der Tag vorbei, passt auf. 1, 2, 3, das passt schön. Ich habe keine Python! Belastend. Das ist wirklich sehr belastend. Ja, kann ich mir irgendwo einen Kredit aufnehmen? In jedem Spiel kann ich mir irgendwo einen Kredit aufnehmen. Ihr sollt Glocks kaufen. Davon sind genug da. Das bist doch nicht du. Geh ab. Schleich dich. Ja, ich sag mal so steigt die Popularität jetzt nicht unbedingt, ne? Ja, zumindest schon mal gesehen, wo der Müll hin muss. So, 1, 2, 3, 4, ja, passt. Glock, endlich. Endlich ein Kunde, der Geschmack hat. Genau, zeig die Karte vor, gib mir das Geld. Jetzt kann ich mir auch. Halt. Eine holen. 700. Und ich brauche wahrscheinlich hier auch ein bisschen Munition. Los geht's. Gib mir die Munition. Ich hätte
sinnvoll hier vorlaufen können und gleich den Müll mitnehmen. So, hier haben wir Ammo drin. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Ein Weapon. Entschuldigung, der Herr, ich komme sofort zu Ihnen. Ich muss nur ganz schnell hier noch die Munition ins Fach legen. So, guten Tag, was wollen Sie? Also, ja, passt schon. Jetzt wollen die eine Glock. Jetzt. Hallo, hallo! Jetzt ist der Tag vorbei. Zum Kotzen. Ich will es noch einmal so eine große Waffe verkaufen, definitiv. Ja, ist offen. Wir wollen eine Python verkaufen. So. Kundschaft! Da ist die Kundschaft. Wenn du jetzt einen Lock haben willst, schicke ich dich wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das passt schon. Wenn die Zahl relativ lang ist, dann passt das schon. Na klar will der nicht Lock. Natürlich will der nicht Lock. Ich will vor allen Dingen mal wissen, wie viel die andere Waffe jetzt bringt. Ob das ein gutes Geschäft ist. Ach guck mal, da steigt die Popularität doch ganz schnell an. Soll ich mir Dekorationen kaufen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich dachte, das war zu lang. Das sah zu lang aus. Python mit 30 Bullets. Ah, haben wir gleich ganz andere Preise hier. 485. So, irgendwie gefällt mir das Spiel hier. So den Ladenbetreiber mal was anderes. Oh, wie schießt das Ding? Oh, wir hätten es ja selber mal ausprobieren können. Kann ich da vorlaufen? Nee, schade. Guten Tag, der Herr. Die Dame. Entschuldigung. Das ist zu lang. Da brauche ich gar nicht lange gucken. Das war zu lang. So, wir kaufen mal noch ein bisschen Dekoration. Seating Area. Zwischenzeit können wir hier noch einmal einen Ausweis prüfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na, irgendwann kriegt man so einen Blick dafür hier. Python. Wie viel Munition? 20. Müssen wir kurz warten, bis der Herr da drinnen fertig ist. Oh, New Cargo Delivered. Schon aufräumen. Was ist das? Ist der eine Stuhl jetzt oder was? Setzen Sie sich, machen Sie es bequem. Ich kann nicht schneller bedienen, als der Herr schießt. Na gut. Tablet und klicken Sie auf den Tablet-Register. Bauen und aktivieren Sie den vorhandenen Raum. Bauen. Das schaffe ich nicht. So, Leute. Ich würde sagen, ihr habt genug gesehen. Das reicht für die Steam-Spiele-Vorschau. Schreibt mal euren Kommentar unten. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr zu dem Spiel sagt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der Steam-Spiele-Vorschau. Wahrscheinlich im Februar. Bis denn und tschüss.